Tachchen und wunderprächtig, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es am Titel erkannt und der Titel ist auch mal wieder Thema hier. Dies, das am Dienstag. Das heißt, wir machen viele verschiedene Sachen heute wieder bei mir aus dem Garten. Und zwar ist das ein bisschen was pikieren, das habe ich gemacht. Und dann Vorher-Nachher-Bilder, das habe ich ja schon in der Facebook-Gruppe gespoilert. Den Link zur Facebook-Gruppe, den packe ich euch unten rein, in die Infobox natürlich. Ja, ihr könnt es auch am Helmchen sehen heute. Ich habe einen Leuchtehelm auf. Wir sind ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Und auch die letzten Tage oder die letzte Woche hier auf dem Kanal haben wir Videos gedreht, wie zum Beispiel auf dem Wichtelmarkt sind wir gewesen. Und wir haben den Tannenbaum natürlich besorgt. Und ich wünsche euch aber jetzt viel Spaß im Dies, das am Dienstag. Wir sehen uns gleich nochmal im Outro. Und wir fangen ganz easy hier an auf dem Tisch. Und zwar habe ich wieder Eier da. Sind ein paar hübsche, bunte Eier aus der Nachbarschaft. Daumen hoch für die Nachbarschaft. Ich brauche heute nur so 2-3 Stück, würde ich mal sagen. Und mal schauen, was wir über den ganzen Tag noch irgendwie zusammenkriegen. Viel Spaß auf jeden Fall im Dies, das am Dienstag. Ach ja, wie man die Eier sauber macht, muss ich euch nicht mehr sagen. Und wie man das prüft, ob die Eier frisch sind, das wisst ihr alles. Gibt schöne neue Eier und da müssen wir uns irgendwas für aussuchen, was wir damit noch irgendwie anstellen können. Und wir fangen heute im Garten an mit dem Knoblauch. Den habe ich nämlich immer noch nicht gesteckt. Wisst ihr ja, ich habe einen weißen Knoblauch und hier so einen lilafarbenen Knoblauch. Wobei der Knoblauch, die Zehen sind natürlich auch weiß. Es ist lediglich die Schale lila. Also der muss gesteckt werden und dann habe ich mir hier noch neuen Knoblauch besorgt. Den wollen wir dann auch noch mal mitstecken. Da habe ich hier drüben was vorbereitet. Ich habe nämlich noch keine Fläche fertig. Ich ziehe die erstmal in Töpfen an. Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Verlinke ich euch mal hier das Video, wie ich den dann ausgepflanzt habe. In der Regel macht man Knoblauch im Herbst. Ich habe das leider ein bisschen verplant, ein bisschen vergessen, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe das letztes Jahr auch nicht viel früher gemacht. Nun ja, einmal schnell vorher, nachher. Gucken wir uns gleich mal an, wenn ich fertig bin. Ach, das wollte ich noch mal spoilern hier. Ich habe noch kleine Brutzwiebeln geerntet gehabt vom Knoblauch. Und das wird wieder aus der Serie Dog im Verfolgungswahn. Die werden wir stecken und dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Und beim Knoblauch stecken dann hier immer die größeren, wenn es geht, immer die größeren nehmen. Und die kommen dann einfach hier so ein Stück rein in die Erde. Und dann wird das einmal mit Erde zugemacht. Und gut ist, kommen die da einfach rein. Die kleineren, man soll wie gesagt die größeren nehmen, die kleineren, die sind dann eher so sekundär. Was natürlich nicht genommen werden soll, sind so eine matschigen, die hat man hin und wieder mal dabei. Die werden gleich aussortiert. Und was sehr schön ist, hier kann man das auch sehr gut sehen, so ausgetriebene, da kann man sehen, hier ist schon Leben. Da ist Leben drinne. Einfach mit dem reinpflanzen. Das Grüne kann in diesem Fall schon minimal rausgucken. Naja, ich mache das jetzt erstmal fertig und wir sehen uns dann gleich. Ja, sind wir immer noch beim Knoblauch. Das ist nämlich das, was übrig geblieben ist. Bisschen was von dem Lilanen noch, von dem Weißen. Alles lediglich hier die kleineren Zehen. Hier drüben ist etwas angefressen gewesen vom Maulwurf. Ihr wisst ja, ich habe Probleme mit dem Nager gehabt. Und hier drüben, die beiden sind ganz matschig, aber das ist halb so wild. Zwei Stück. Das ist das, was ich hier jetzt gesteckt habe. Da kann man das sehen. Zweimal die jungen klein. Die Brutzwiebeln, hier vorne die beiden. Dann hatte ich hier, der neue ist das, zweimal. Einmal den lilanen und einmal den hellen. Eine Kiste habe ich noch mehr holen müssen. So. Und dann wollen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen was pikieren. So, eine kleine Vorher-Szene hier vom Agano und hier vom Mizuna. Die werden jetzt gleich pikiert. Und das hier wird wohl wirklich einer von den Radicchios noch sein, der da gekommen ist. Das andere ist hier Bohnenkraut und ein Unkraut, würde ich fast sagen. Und hier ist der Mizuna nachher. Und auch der Agano nachher.
Und nicht zu vergessen, der Radicchio nachher. Und hier von meinem Winter-Portulak-Topf, da gibt es natürlich auch noch ein Vorher-Nachher-Bildchen. Und zwar könnt ihr ja sehen, dass hier schon verschiedene Kulturen aufgelaufen sind. Hier auch. Kann man ja sehr gut sehen. Und das ist das, was wir suchen hier. Das ist Winter-Portulak. Leider ist es sehr wenig. Und wir ziehen das hier mal raus. Das andere hier übrigens, das hier und das hier. Und wo haben wir das noch hier? Ich glaube, da kommt das. Nee, da ist das nicht. Naja, das ist Vogelmiere. Kann auch mit raus. Ist aber auch essbar. Könnt ihr auch essen. Hier gibt es nur kurz mal hier so ein Vorher-Nachher-Bildchen, um zu sehen, was hier eigentlich da ist beim Winter-Portulak. Ach, da ist noch einer. So, Vorher-Nachher. Und hier bei meinen Teesorten, hier gibt es natürlich auch ein Vorher-Nachher-Bild. Die Teesorten, die werden alle so ein Stückchen über der Erde abgeschnitten. Agastache, Zitronenmelisse, Pfefferminze und nochmal Agastache. Zu der Zitronenmelisse habe ich ein Video abgedreht, verlinke ich euch mal da oben. Und hier die Kamille kommt einfach so mit auf den Kompost dann. Naja, vorher und nachher. Natürlich gibt es auch von dem Tee ein Nachherbildchen. Treibt doch alles sehr schön aus. Ich habe gesehen, auch hier unten die Agastache treibt dort aus. Und auch hier bei den Paprikas, hier in der Capsicum-Ecke, da gibt es ein Vorher-Nachher-Bild. Obwohl, das machen wir einmal schnell hier im Durchgang. Ja, und so sieht das Ganze dann natürlich danach aus. Die Pflanzen habe ich natürlich rausgerissen und hier auf der Karre sind sie noch. Und hier kommt auch jetzt der kleine Tipp. Und zwar alles so ein bisschen kleiner schneiden. Dann verrottet das alles ein bisschen schneller. Und was es hier noch gab, schön zwei Spitzpaprikas noch. Herrliche Sache. Und meine Aubergine hier, könnt das ja sehen, die geben auch schon den Geist auf. Die kommen jetzt raus auch, da gibt es auch ein Vorher- und ein Nachher-Bild. Und hier, wo die Auberginen drin waren, gibt es natürlich auch noch das Nachher-Bildchen. Die ganze Ecke hier durch ist, gibt es auch hier von einmal ein Vorher-Nachher-Bildchen. Und das Nachher-Bild von dem Physalis und Chili-Eckchen. Und das Stück hier, das muss auch noch mal jemand umgraben. Also auch davon ein Vorher-Nachher-Bildchen. Und das Nachher-Bild von dem Melonenbeet hier habe ich einmal umgegraben. Denn hier soll der Argano-Salat rein, den ihr gerade eben gesehen habt. Oder auch der Mizuna, das weiß ich noch nicht ganz genau.
Ich habe das noch nicht großartig aufgewertet. Ich habe hier noch lediglich ein bisschen Holzkohleasche war noch da. Habe ich damit reingemacht und ein bisschen Hornspäne einmal drunter gemischt. Aber auch nicht viel. Ja, hier drüben ist der Grünkohl übrigens. Da steht wohl noch eine Ernte an. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dann der Rosenkohl hier. Tja, kleine Röschen sind dran. Weiß nicht, wird wohl eher was fürs Süppchen dann nachher. Aber einfach mal abwarten, ich lasse sie noch länger stehen. Hier die zweite Reihe, die ich ja deutlich später gemacht habe und da hinten auch nicht die Köpfe abgeschnitten habe. Die brauchen noch ein bisschen länger. Aber naja, das Feld hier, was ich hier umgegraben hatte, hier wächst jetzt mittlerweile der Feldsalat. Und der ist auch sehr eng da, da muss ich halt nochmal durch und das alles vereinzeln. Hier wird der Abstand wohl schon besser sein. Ich war da auch bei und es geht jetzt darum, wenn das alles so schön alles aufläuft, dass man hier sowas zum Beispiel hier, das ist Vogelmiere, Unkraut oder Beikraut, kann man natürlich essen, schmeckt wie Mais. Also sowas muss mit raus, damit das hier keine Überhand nimmt nachher dann im Beet. Wo haben wir denn hier nochmal was? Hier, also alles was, nicht diese runden Blätter, das ist unser Feldsalat, sondern sind welche bei, die haben so etwas ovalere Blätter und die müssen raus. Das Unkraut läuft auch in der Regel ja immer schneller auf als das eigentliche Saatgut, was man kultivieren möchte. Und von dem her muss man da dem Unkraut einfach mal ein bisschen Herr werden. Ja, das steht hier jetzt noch an, über den Winter. Ein bisschen Feldsalat, wenn wir Glück haben. Und hier hinten werde ich dann wohl den Mizuna-Salat machen, den wir gerade eben auch gesehen haben, den ich pikiert habe. Hier vorne halt sind noch ein paar Möhrchen. Ja, das war's soweit. Ich würde sagen, ich versuche noch mal irgendwie ein paar Kartoffeln jetzt ranzuholen. Die sind noch im Schuppen. Mal gucken, ob ich da noch auf dem Weg irgendwas mitfilmen kann. Spaten kommt natürlich mit jetzt. Und dann schauen wir noch mal drüben im Glashaus rein. Da sind nämlich auch noch ein paar Kulturen. Und da wollen wir gleich auch noch mal eine Kleinigkeit ernten. Weiterhin viel Spaß, hier dranbleiben. Das Katzenloch. Ja, die Katzen kommen hier rein und raus ins Treibhaus, wenn sie möchten. Und fürs Essen habe ich mir gedacht, hier machen wir uns das heute ja ganz einfach, wie schon gesagt. So habe ich Kartoffeln. Die treiben jetzt schon ein bisschen. Hier kann man das, glaube ich, sehen. Fangen jetzt bei mir an zu treiben langsam. Besser werden sie nicht. Wie sieht das denn da bei euch aus? Treiben eure auch schon oder habt ihr keine mehr? Auch das bitte unten mal in die Kommentare rein. Naja, wir machen uns das einfach. Wir nehmen aber nicht hier den Mangold, den ihr schon sehen könnt. Der bleibt noch ein bisschen stehen, sondern ich habe hier noch Petersilie. Die soll einfach hier mit ab. Ein bisschen was brauchen wir damit zu. Und dann ja, machen wir uns das ein bisschen einfach. Wir haben noch eingefrorene Sachen. Und da wollen wir auch mal beigehen dann. Ja, und da habe ich ja gesagt, dass wir uns das heute ein bisschen einfacher machen, hier mit den Kartoffeln. Und dann gibt es da ja die Petersilie. Einfache Salzkartoffeln habe ich mir gedacht. Und bei der Petersilie, dann nehmen wir den Kohlrabi von diesem Jahr. Der ist eingefroren. Das Video dazu, das verlinke ich euch einfach mal hier oben. Und der wird gekocht und dann anschließend ein bisschen hier mit der Petersilie und Butter angedünstet. Und dazu habe ich mir gedacht, passt natürlich, ihr könnt das schon sehen hier, ein Schnitzel. Das wird nochmal halbiert, das ist sonst zu groß, um damit hier vernünftig zu arbeiten. Ich habe hier schon ein Ei quirlen lassen, ein bisschen mit Salz und schwarzem Pfeffer. Und dann anschließend wird das natürlich hier in den Paniermehl gewälzt. Das wird es heute geben. Und als Nachtisch habe ich mir gedacht, da gibt es ein paar Physalis. Und dann schauen wir uns das gleich mal auf den Teller an. Und schnell einmal hier über den Teller gelinst. Guten Appetit. Wir sehen uns gleich im Outro. Ja, das war das. Dies, das am Dienstag. Ein Weihnachtsspecial ist es nicht gewesen. Es ist schon special genug, denke ich, dass ich für euch hier den Helm aufsetze. Ihr habt es gesehen, drüben im Tunnel, da wird sich der Winter so hier so ein bisschen abspielen. Das kleine bisschen Mangold, was ich hier im Treibhaus habe.
Das ist wohl auch die nächsten Wochen dann weg. Schauen wir uns dann mal an. Ich bedanke mich natürlich bei euch, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr die Zeit genommen habt, jetzt am ersten Weihnachtstag noch dieses Video zu gucken. Ich wünsche euch auch natürlich noch weiterhin einen schönen Tag, ein schönes Weihnachtsfest weiterhin. Und wenn wir uns nicht sehen sollten, denn ich denke mal, das war das letzte Dienstag am Dienstag in diesem Jahr, dann sehen wir uns wahrscheinlich schon im nächsten Jahr, recht früh am Anfang. Mal sehen, vielleicht komme ich dann mit dem Video, was ich in der Weihnachtsnacht gemacht habe, beziehungsweise in der Silvesternacht. Ich bin jetzt schon in der Weihnachtsnacht, denn es ist ja erster Weihnachtstag heute. Ich wünsche euch was. Frohes Fest. Seid lieb zu euren Freunden und Bekannten und Freunden und mit wem ihr auch immer feiert. Ich wünsche euch was. Ich muss mich jetzt umziehen. Es gibt nämlich lecker was zu essen. Bei uns gibt es einen Rinderbraten und da freue ich mich schon drauf. Bleibt mir gewogen. Bis nächstes Jahr.